Hey Leute, what's up? Ich bin's, Colin, euer Head Tech News mit eurem Technikkanal hier auf YouTube. Mit einer neuen Ausgabe von euren Tech News und heute mit einem kleinen Special zum Thema ARM-Prozessoren. Also bleibt dran! Na, habt ihr auch das monstermäßig gute Intro bemerkt, das eben bei euch vorbeigezischt ist? Das hat der Waterweb Design gemacht. Ich werde seinen Channel nochmal hier irgendwo verlinken. Der hat einen geilen Channel. Also guckt rein! Aber jetzt geht's erstmal los mit Neuigkeiten zum Thema Microsoft Surface. Nachdem Microsoft die Surface vorgestellt haben, gab es natürlich sehr viel Unmut zwischen den anderen Herstellern, ob sich das dann überhaupt noch lohnt, was herzustellen. Dann kam raus, dass die Dinger doch recht teuer sind, dann waren die wieder ganz zufrieden und jetzt warten sie doch ab, was passiert. Also wie gut sich die Marktsituation zum Thema Windows RT Tablets überhaupt entwickelt. Und der Manager für den Großraum China hat zu den Surface Folgendes gesagt. Microsoft Surface Tablets sind wie ungekochter Lais, sie sind schwer zu essen. What? Schwer zu essen? Hab's zwar noch nicht probiert, aber irgendwie glaube ich's ihm auch. Ja, definitiv schwer zu essen. Wobei das natürlich ein Surface-Tablet ist. Doch Microsoft hat auch Probleme mit seinen eigenen Tablets. Und zwar berichten immer mehr Nutzer über Risse in diesen Touch-Covern, also diese Tastaturdingern. Und über komische Tonprobleme, also der Ton soll sich immer wieder an- und ausstellen und weiß ich nicht, irgendwas machen. Ob das jetzt Softwareproblem ist oder nicht, keine Ahnung. Was natürlich bei einem so teuren Tablet doch relativ scheiße ist. Zumindest die Touchcovers sollen von Microsoft kostenlos ausgetauscht werden. Scheinbar arbeitet Microsoft auch an einem Art neuen Betriebssystem namens Midori. Das Ganze kam 2003 schon mal hoch und es wurde quasi gefragt, was das ist. Es ist quasi wie eine Art Windows, das aber komplett neu entwickelt wurde. Das heißt, das wird nicht auf alten Windows aufgebaut, sondern was komplett Neues. Einfach um die ganzen Altlasten da wegzubekommen und das Ganze sicherer und schneller zu machen. Das Ganze ist aber natürlich nur ein Gerücht und wir dürfen gespannt bleiben, ob das überhaupt irgendwann rauskommt. Doch Microsoft kann natürlich nicht nur Tablets und Betriebssysteme machen, sondern auch andere Software. Das haben sie mit einem Art Universalübersetzer bewiesen, den sie jetzt neulich vorgestellt haben. Das Coole an dem Ding ist, dass das mehr oder weniger in Echtzeit die Sprache übersetzen kann. Das heißt, man spricht etwas und live wird es übersetzt und mit einer Sprachausgabe auch. Wobei die Sprachausgabe ziemlich gruselig sein könnte, denn es übernimmt irgendwie eine Twitter-Stimme aus der eigenen Stimme, die mit Computer verändert wurde, und einer muttersprachlichen Stimme. Gruselig. Und es gibt mal wieder Neuigkeiten zum Thema Apple und Gerichte, beziehungsweise HTC und Samsung sind natürlich auch mit dabei. Zum einen sollen sich HTC und Apple endlich geeinigt haben und quasi einen 10-Jahres-Vertrag ausgehandelt werden. Die werden sich jetzt quasi nicht mehr gegenseitig bekriegen. Was sie da im Detail ausgehandelt haben, weiß eigentlich keiner. Auf einer anderen Seite hat sich Apple richtig kindisch verhalten. Also richtig. Und zwar in Großbritannien, ich habe es ja neulich schon mal gesagt, die haben da den Prozess gegen Samsung verloren, dass die Produkte nicht gleich aussehen und mussten daraufhin ein Statement verfassen, auf der eigenen Homepage, auf der Großbritannien-Homepage natürlich posten, um der Welt quasi zu zeigen, dass Apple und Samsung nicht die gleichen Produkte herstellen, beziehungsweise dass sie nicht gleich aussehen. Daraufhin haben sie so eine Art Lobeshymne an sich selber verfasst, das fanden die Richter nicht ganz so genial. Also mussten sie das Ganze neu machen mit anderen Auflagen, 11 Punkt groß, auf der Standardseite auch zu sehen sein, also auf der Hauptseite. Doch sie haben scheinbar ein JavaScript geschrieben, das die letzten 250 Pixel der Seite, also diese Pixel, in denen auch das Statement zu finden ist, zwangsweise nicht mehr auf dem Standardbildschirm angezeigt wird. Das heißt, man muss erst nach unten scrollen, egal wie groß der Bildschirm ist. Das Skript wurde mittlerweile scheinbar wieder deaktiviert, aber kommt schon, Apple. Und nun ein paar Kurznachrichten, so zack, 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 hintereinander. Internet im Weltall ist endlich besser geworden. Eine Astronautin auf der ISS konnte erfolgreich einen Rover in Deutschland steuern. Das soll über mehrere Knotenpunkte ermöglicht werden und im Endeffekt soll das dazu führen, dass man auf dem Mars Roboter fernsteuern kann. Und der neue File-Sharing-Dienst von Mega-Upload-Gründer Kim Schmitz ist auch ins Wanken gekommen. Das Ding soll nämlich Mega heißen und die Domain me.ga benutzen. Aber der Staat Gabun hat die Vergabe dieser Domains jetzt nicht gestartet, wahrscheinlich auf Druck von USA. Und der Internet Explorer hat an Popularität gewonnen. Inzwischen nutzen es 54,13%, was doch recht viel ist. Und wer jetzt sagt, das kommt alles von Windows 8 und dem Standardbrowser, der hat nicht ganz recht. Denn scheinbar spielt die Version 10, die ja bei Windows 8 zum Einsatz kommt, quasi überhaupt keine Rolle in diesen Zahlen. Und nun zum kleinen Special, wie angekündigt, zum Thema ARM-Prozessoren. Diese Prozessoren, die in jedem Handy quasi drin sind und fast keinen Strom verbrauchen. Gerüchten zufolge will nämlich Apple ab 2017 nicht mehr auf die x86-Prozessoren verwenden, also diese normalen Prozessoren, die auch in jedem Computer sind, sondern auf ARM-Prozessoren umsteigen. Eigentlich ist dieser Schritt sehr sinnvoll, da diese Prozessoren natürlich sehr wenig Strom aufnehmen und dabei doch eine recht hohe Leistung erzielen können.
Und da die neuesten ARM-Prozessoren auch die 64-Bit-Befehle unterstützen, dürfte das mit dem Programmieren ein bisschen einfacher werden. Trotzdem bleibt zu warten, wie viele der Programme dann auch letztendlich auf den ARM-Prozessoren laufen. Hinzu kommt, dass Nvidia dank der Tegra 3-Plattform, das heißt die ARM-Prozessoren, die Nvidia herstellt, einen Rekordumsatz dieses Jahr gemacht hat und quasi ein ziemlich großer Teil von diesen Tegra 3 kommt, deutet das auch darauf hin, dass ARM-Prozessoren immer wichtiger werden. Und mit Windows 8 ist das ja quasi echt schon mal ein Anfang, ein Betriebssystem auf Windows 8 gescheit laufen zu lassen, also mit allen Programmen, ich meine jetzt kein Mobile-Betriebssystem. Doch ist das bei Windows 8 natürlich scheiße gelöst, dass dann nur Programme aus dem Store drauf können und bla bla bla. Und wenn jetzt viele Programmierer auf diesen Zug aufspringen und quasi ihre Produkte für ARM-Prozessoren optimieren, ich weiß nicht, ich rede da zum Beispiel von Adobe oder anderen großen Softwareherstellern, die quasi dann Software für die ARM-Prozessoren bereitstellen, dann dürfte das echt cool werden. Denn ich meine, wenn ein PC nur einen Bruchteil von dem verbraucht, was er jetzt verbraucht, und dabei aber eine ähnliche Leistungsfähigkeit erreicht, okay, ein bisschen schlechter werden sie schon sein, dann dürfte das eine tolle Zukunft werden. Und auch sehr gut an diesen ARM-Prozessoren ist natürlich, dass die ARM-Firma, die ja in England sitzt, ihre Prozessoren nicht selber verkaufen, sondern quasi nur die Idee dahinter. Das heißt, die Blaupausen werden an große Hersteller verkauft, die die Chips auch selber produzieren, was zu sehr großem Konkurrenzkampf führt, was natürlich Innovation fördert und den Preis sehr in die Tiefe drückt. Ich muss sagen, ich bin mittlerweile doch ein sehr großer ARM-Fan. Wie seht ihr das? Seht ihr das ähnlich wie ich oder total anders? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Das war's mit euren Technik-Nachrichten für heute. Es würde mich sehr freuen, wenn du einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten gibst und das in den Kommentaren natürlich begründest. Ich bin auf Facebook, ich bin auf Twitter, ich bin auf Google+, ihr könnt mir überall folgen. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Ich bin's, Colin, euer Herr Tech News. Ciao!